Video erkunden wir Sevilla, die Hauptstadt der Region Andalusien und die Wiege des Flamencos. Wir melden uns jetzt erst. Gestern Abend sind wir sehr spät, erst um 22 Uhr, hier auf einem Stellplatz ganz in der Nähe von Sevilla, von der Innenstadt angekommen. Es ist in einem kleinen Vorort gelegen, der Stellplatz. Auch wieder bei Park for Night gefunden mit Strom. Für mit Strom eben dann 18 Euro für eine Nacht. Und der Platz hat auch eine Dusche und eine Toilette. Und ist hier direkt am Fluss gelegen. Und gestern Abend haben wir noch den schönen Donana Nationalpark teilweise angeschaut und Flamingos entdeckt, Störche. Haben aber leider nicht den iberischen Luchs gesehen, den es dort auch gibt. Und es war auf jeden Fall sehr schön, dort entlang zu fahren. Da kann man auch auf jeden Fall mehr Zeit verbringen und viele Wanderungen dort machen. Das ist sicherlich auch sehr schön. Die Zeit hatten wir nur nicht. Jetzt schauen wir Sevilla an, haben uns gerade frisch gemacht und sind schon ganz gespannt auf die Stadt und was uns erwarten wird und freuen uns, das mit euch zu teilen. Der Platz ist hier mitten am Hafen gelegen und hat hier einen sehr schönen Blick auf den Fluss. So, wir sind jetzt ein paar hundert Meter gelaufen vom Stellplatz aus und hier befindet sich eine Bushaltestelle und da warten wir jetzt kurz auf den Bus und fahren dann nach Sevilla rein. Das mit der Busfahrt hat ziemlich gut funktioniert. Nach ein paar Haltestellen sind wir in der Innenstadt angekommen. Der Bus hat 1,65 pro Person für die Einzelfahrt gekostet und das war der Bus 140 und jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt im Königspalast angekommen. Den schauen wir uns jetzt genauer an. Wir haben eben gerade online die Tickets gebucht und dann musste man wenige Minuten nur in der Schlange warten und konnte direkt rein. Und jetzt sind wir ganz gespannt, was uns erwartet. Thank you.
so, nachdem wir jetzt den Königspalast in Ruhe angeschaut haben, sind wir jetzt in die Innenstadt weitergelaufen und sind jetzt an der Kathedrale Sevillas. Wir sind jetzt weitergelaufen zur Skywalk-Plattform mit einer schönen Aussicht über die Stadt, und architektonisch ist der Skywalk sehr interessant gestaltet. Könnt ihr hier auch hinter mir sehen. Das Ganze hat jetzt 5 Euro pro Person gekostet. Nachdem wir jetzt auf dem Skywalk waren, machen wir hier jetzt kurz direkt am Fuß des Skywalks eine kleine Pause in einem der Cafés. So, unser Essen ist jetzt angekommen. Ich habe hier ein Toastbrot mit Iberico-Schinken und unten drunter Tomate. Und Nico hat eine Waffel mit Schokolade. Nachdem wir uns gestärkt haben, geht es jetzt noch ein bisschen weiter durch die Innenstadt. Mal gucken, was wir noch so alles entdecken.